Hallo zusammen bei VWBER Digital. Heute schauen wir uns an, was der Unterschied zwischen transitiven und intransitiven Verben ist. Eigentlich ist das überhaupt nicht schwer. Transitive Verben benötigen ein weiteres Objekt, und zwar immer ein Akkusativobjekt. Was das genau ist, wenn du dir da unsicher bist, erfährst du in diesem Video, was ich dir oben nochmal verlinkt habe. Kurz zusammengefasst, nach dem Akkusativobjekt fragst du immer mit wen oder was. Wir machen mal ein Beispiel. Ich hole das Auto. Holen ist also ein transitives Verb, denn es kann nicht ohne das Akkusativobjekt das Auto stehen. Ich hole ist kein vollständiger Satz. Ich hole das Auto. Wen oder was hole ich? Das Auto. Außerdem kannst du transitive Verben ins Passiv setzen. Das machen wir jetzt auch mit diesem Satz. In dem Fall wird das Akkusativobjekt, also das Auto, zum Subjekt des Satzes. Das Auto wird geholt. Es gibt auch transitive Verben, die können ein Akkusativobjekt haben, müssen sie aber nicht. Ein Beispiel wäre das Verb lesen. Ich lese wäre ein vollständiger Satz. In dem Satz ich lese ein Buch haben wir dann wieder das Akkusativobjekt als Ergänzung. Wen oder was lese ich? Ein Buch. Und auch hier können wir wieder das Passiv bilden. Ein Buch wird gelesen. Intransitive Verben benötigen kein Akkusativobjekt. Das heißt, sie können alleine stehen. Beispiele wären: Ich renne oder auch es blüht. Du merkst also, es ist nicht wirklich viel, was du dir beim Thema transitive und intransitive Verben merken musst. Wenn du das Ganze jetzt noch üben möchtest, dann habe ich in der Videobeschreibung für dich ein Arbeitsblatt verlinkt. Und wenn du heute etwas gelernt hast, freue ich mich über ein Abo und den Daumen nach oben. Bis zum nächsten Mal.